Hey Leute, ich bin wieder zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. So, im letzten Part haben wir es zu den Goron geschafft, haben uns die Rüstung gekauft, damit wir hier Anti-Brennschutz haben. Brandschutz, darum steht sogar noch. Und ja, wir nehmen jetzt die Quest an, denn das ist so das, was wir vorhaben. Sei verflucht, Rodina. Was? Rodanina? Was ist los? Seit Rodinia sich hier herumtreibt, ist es mit den Ausbrüchen des Todesbergs schlimmer geworden. Rodinia ist dieser Blechhaufen da oben auf dem Berg. Schön und gut, dass er uns angeblich vor 100 Jahren beschützt haben soll, aber jetzt bedroht er unsere Minen und wir können nicht richtig arbeiten. Das ist mies fürs Geschäft. Ich kann gar nicht mehr erzählen, wie oft wir ihn schon mit den Kanonen zurück in den Krater gescheucht haben, aber er kommt immer zurück. Rücken. Oh, alles in Ordnung. Ach, ich habe nur Rückenschmerzen. Aber wer bist du eigentlich? Ich bin ein Reisender. Aha, du bist also den ganzen Weg gekommen, um mir deinen Respekt zu erweisen. Ich bin Bludo. Bludo, Chef der Goron, der so furchteinflößend ist, dass er weinende Kinder mit einem Blick zum Schweigen bringt. Ich wollte Rodinia wie immer vertreiben, aber ich habe dieses Ziehen im Rücken. Dieser Yunobo, der soll sich mal beeilen. Yunobo? Der junge Yunobo geht mir bei Rodinia ein bisschen zur Hand. Er soll in der Nordmine ein Mittel gegen meine Rückenschmerzen besorgen, aber er ist noch nicht zurück. Typisch, bestimmt turtelt er wieder irgendwo herum. Wenn du Yunobo siehst, sag ihm, dass ich ihn suche. Urk. Ah, Rücken kaputt. So, okay, dann wissen wir, was wir jetzt zu tun haben. Wir sollen den halt suchen, aber vorher gehen wir hier hoch. Ich glaube, hier oben war der Schrein, oder? Oh, Alter, da kann man wissen nichts. Achtet mal, wir haben doch... Ja, da hin. Okay, komm, ich guck mal. Ah, da ist er doch. Da ist der Schrein. Also, dann können wir uns halt hier hin und her teleportieren. Shimbo Ichush. Wow, da war irgendwas... Hey, beruhig dich, mein Freund. Wir sind schon weg. So, wir machen den Schrein, dann haben wir halt einen Teleportort zum... Zu den Goronen. Ja. Zu den Goronen. Und danach porten wir uns nochmal zur ersten Fee. Gucken wir mal, ob wir unsere Rüstung aufbessern können und können dann auch schwankendes Feuer. Shimbo-Ido-Schrein. Okay. Okay. Ja gut. Hab ich schon ein Feuerschwert? Ja, hab ich noch. Gut, dann brauchen wir doch noch mal eine Feuerpfeil. Das Fass darf nicht kaputt gehen. Danke, obwohl das Fass wäre ganz kaputt gegangen, oder? Aber wir wäschen hier weiter ohne Feuerpfeil. Guck mal, hier kommen uns einfach die Truhe. Felsenspalter. Ja gut, so ein Felsenspalter, ne? Der ist ja ganz okay. Können wir den mal wegwerfen? Den haben wir ja schon ein bisschen benutzt und holen uns einen neuen Felsenspalter. Wie Schaden hat der? So ein Fortschritt ist sogar viel besser als der, ne? Okay. Ja, die Frage ist, soll ich das jetzt wegmachen? Ne, ne? So. Ah, okay, komm. Geh einfach mal kaputt. Wächterschwert. Ich weiß nicht. Na, ja, können wir kurz liegen lassen, während wir den da kaputt machen. Wow. Das war ein Hieb, war der kaputt, ey.
Das Ritterschwert. Seht ihr, da geht es nämlich jetzt kaputt. Da können wir das eben mal wegwerfen. Und dann können wir halt dieses Schwert aufsammeln. Wobei es ziemlich kremlich ist, ne? Und da haben wir die nächste Tour, aber irgendwie. Rhodonit. Da können wir einfach hochgehen. Ich frage, was müssen wir machen? Hm. Okay, ah, hier müssen wir halt noch. Oh. Das ist so eine Kiste. Die sammeln wir erstmal ein. Okay, wir haben jetzt diesen Balder halt runtergeholt, der uns. Oh, no, 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 da wollen wir nicht hin. Der muss aber halt da noch durch. Heißt, wir müssen ja. Kommen wir hier rein? Nein, das ist auch zu, okay. Hier können wir aber. Oh. Okay. Damit dreht sich das und wir kommen hier rein. Ist das der Sinn und Zweck dieser ganzen Aufgabe? Ich bin noch nicht so ganz hintergekommen. Ah, okay, jetzt haben wir hier einen Schlüssel. Ah, okay. Wieso mit dem Schlüssel? Ich habe noch gar keine Tür gesehen. Ist da die Tür? Ah, hier ist die Tür. Ah, okay. Ja gut, hier sind wir ganz am Anfang hingegangen. Ja, damit haben wir doch. Ne, haben wir noch nicht. Okay. Warte, wir machen jetzt erstmal. Ich kann jetzt nicht einfrieren. Okay, wir müssen das aber da abfackeln, daher. Wobei, kann ich das dann einfach nicht da hinziehen wieder? Ne, kann ich nicht. Okay, ich muss hier halt irgendwas drauf stehen lassen. Aber was denn? Geht das direkt aus? Ja, wisst ihr was? Ist jetzt zu blöd. Und wir fackeln das einfach so ab. Wobei ich mich gerade frage, ob wir das auch halt einfach mit Bomben klären können. Da unten ist. Keine Ahnung, da waren wir ganz am Anfang. Und damit haben wir das Rätsel gelöst. Interessanter Schrein. Aber ziemlich komisch hier. Oh, das ist ja mal ein interessanter Zeitgenosse, ne? Mit seinem Ring in der Hand. Du bist der auserwählte Held, danke. Jetzt haben wir schon wieder 6, nice. Wie gesagt, wir möchten uns gerne jetzt auch ein Herz holen. Können wir ja machen. Ich meine, mit 6 Dingern easy going. Und dann verbessern wir noch die Rüstung, weil ich denke mal, das wäre keine schlechte Idee. Wenn wir mit der jetzt ein bisschen herumlaufen, oder? Dim, dim, dim. So, dann porten wir uns einmal nach Kakariko zur Quelle. Und ich habe das hier offscreen. Oh, habe ich es offscreen? Nee, ich hab's
Meine Freundin hat mir das gesagt. Also wir können zu jeder, also wir müssen zu jeder Fee, um eine Stufe hochzumachen. Also wenn wir jetzt zur zweiten Fee gehen, würde uns das halt die erste Stufe geben, dann müssten wir halt zu der zweiten Fee gehen und die gibt uns die zweite. Das heißt nicht, dass wir zur zweiten gehen können und die machen uns die erste und zweite. Das geht leider nicht. Oder haben wir das selbst auch schon ausprobiert? Ich weiß es ganz schnell. Aber auf jeden Fall, das geht nicht. Wir müssen jede Fee besuchen, um halt immer eine Stufe höher zu kommen. Die können uns immer nur eine Stufe geben. Ziemlich nutzlos, diese Feen. Aber okay, egal. Heißt, wir begeben uns jetzt eben erstmal zur Fee, weil der Weg kürzer ist und dann können wir nachher da voll stylisch runterlatschen, um halt zu, ja, um halt da später das, naja, ihr wisst schon. Okay, hier ist nicht dieses komische, ja, was, Karnickel. So, meine Güte. Ich hab's aber heute auch, ja. Ein Schleichglück und ja, Link, lauf ein bisschen schneller. Hi. So, die große Fee, puh. Sei gegrüßt, mein kleines irgendwas Verstärker. Also hier können wir nichts verstärken, aber hier, ja. Oh mein Gott, nein, wir haben nur ein Froschlosch. Löschechse, okay. Davon brauchen wir dann halt noch mehr. Okay, das ist jetzt ziemlich blöd. Ja, egal, dann haben wir immerhin die Hose verbessert. Ist ja auch mal was, ne? Okay, das war jetzt ziemlich enttäuschend eigentlich. So, jetzt können wir alles einsammeln. Die haben wir, glaube ich, da am Berg liefen da einige rum, oder? Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon. Aber okay, muss man halt immer noch ein bisschen mehr einsammeln. Oh, der wird am Baum hängen. Ach, Link. Link, Link, Link. So, dann gehen wir einmal hier vorne beten. Danke. Ich weiß gar nicht, ob wir bei den Goronen hätten auch irgendwo beten können, aber bestimmt. Ich erbitte um ein Herz. Das ist ein Tierchen eben mal. Ein Herz. Heißt, als nächstes machen wir einmal Ausdauer wieder. Ein wertvoller Gegenstand für ja, Herzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist 10? Habe ich jetzt richtig gezählt? 10 Herzen schon? So, und wir können uns einmal nach hier oben teleportieren. Dann können wir die Quest weitermachen. Wo wir den guten Herren suchen müssen für die Medizin, was ja voll in Ordnung ist, also ganz ehrlich. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, wir haben 10 Herzen. Ah, das ist schon eine ordentliche Anzahl, oder? Kann man ja so sagen. Ich meine, 120 Schreine. Das ist schon eine ordentliche Anzahl, ne? Ich frage schon, ob man mit 120 Schreinen nur auf Herzen gehen kann und dann mehr Herz hat als. Ach ja, okay, das verwuckelt ja. Das halt nicht. Okay, gut. Ja, wir müssen sogar, glaube ich, hier lang. Okay, das besiegt. Aggressiver kleiner Mann. Ach. Okay, aber ich habe die. Da habe ich auch nicht mal besiegt. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Ich meine, ist ja uns egal, was die da von sich geben. Die Nordmine. Hier muss der gute Herr sein. Ja, die Frage, wie hieß er denn? Da. Feutan war Ruta Grüner. Schlimmer noch, Jumbo. Jumbo in den Nordminen. Bist du Jumbo? Also Leute, also heute, ja, heute kommt hier aber viele Leute vorbei. Wenn man hier weitergeht, wird die Brandgefahr immer größer. Außerdem gibt es da jede Menge Monster. Kennst du Jumbo? Also ich kenne dich nicht. Ja, wieso kennst du Jumbo? Der Chef sucht ihn. Was, der Chef? Ja, dann sag
ich dir besser, wo Jumbo ist. Also Jumbo, ja, der wollte Schmerzmittel holen. Er ist zum Speicher gegangen, aber stimmt, jetzt ist er schon eine ganze Weile dort. Hier ist es gefälscht, also solltest du besser nicht nach ihm suchen, ja? Sonst noch was? Wer bist du? Was ist das hier? Wer bist du? Ich bin Dark. Seit Varude, Rudnina sein Unwesen treibt, fließt mehr Lava und es ist heißer da geworden. Mehr Monster gibt es auch. Deshalb hat Bludo, der Chef, gesagt, ich soll hier Wache stehen, ja? Sonst noch etwas? Was ist das? Also das hier, ja, das ist die Nordmine. Leider mussten wir aufgeben. Hau ein bisschen Sprengstoff rein, dann gehört dir bald der Edelstein. Das war das Kampflied unserer Mine. Aber seit Rahuda sein Unwesen treibt, fließt mehr Lava und ist heiß geworden. Mehr Monster gibt es auch. Ja, okay, das ist gefährlicher. Die Arbeit. Okay, auf Wiedersehen. Mhm. Hey, Finger weg von der Krone, die gehört den Chef. Pass bloß auf, dass du nicht an den Hebel kommst. An den Hebel? Ach, an den hier? Oh. Oh, wartet mal, wir können doch hier... Ja, wie kann ich das abfeuern? Ich kann halt zünden. Ach. Oh, okay. Coole Sache. Nein. Ah, mein Gott. Er hätte nur zwei Richtungen. Hat das Teil noch irgendwie einer gestorben? Nee. Aber wir sollen noch da hinten. Wie kommen wir denn da hin? Ich soll einfach so lang laufen? Das wäre ja kaum Schaden. Aber kann ich denn da irgendwie... Das nur... Ne, fliegt immer gleich. Okay, gehen wir einfach mal hier lang, oder? Dann nehmen wir den etwas stärkeren Bogen. Okay, komm schon, Elf. Voll das Fight-Duell hier. Zack. Okay, dann kommen wir da rüber. Gut, was habt ihr für mich? So einen roten Schweif und das war's. Okay, wie kommen wir denn dazu, den Totenkopf müssen wir holen? Heißt ein bisschen hier hoch. Okay, wir haben gerade übelsten Schaden bekommen, das ist ein Feuerfall. Das ist nicht geil, darum essen wir mal eben... Essen wir erstmal ein Stück Fleisch. Hat schon gut Schaden gemacht da oben. Critical! Geh mal weg. Danke. Okay. Jetzt müssen wir hier hoch und jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwie machst du wenig Schaden damit, ne? Ich
Zack. Komm, gib mir dein Stuff. Nein, es fällt nicht runter. Gut. Okay, dann haben wir den runtergeballert und wir müssen. So, dann kann ich davon das Erz abbauen. Nicht so weit schießen. Scheint nicht so. Okay, dann ist das ja alles nochmal gut, ja. Ja, jetzt sind wir hier oben. Schönes Ding. Jetzt können wir damit rumballern wieder. Bringt ja recht wenig. Ballern wir mal in die Richtung. Boah, das sieht so aus, als ob das jetzt wirklich was bringt, oder? Ich weiß nicht. Tun wir noch eine rein. Gehen wir nur mal sicher, ne? Okay, cool. Haben wir auf jeden Fall einen getroffen. Jetzt gehen wir einfach mal weiter hier. Ganz ehrlich. Okay. So, guck mal, der Eisspeer, ne? Der hat da sehr gut funktioniert, ey. Und kaputt, ey. Krasse Sache. Also ohne Witz, das ist echt eine geile Waffe. So, da haben wir jetzt alles gut. Was ist denn für ein Stein? Okay. Wollen wir mal auf die Uhr gucken. Alles gut. Hier da hoch müssen wir, ne? Heißt, wir könnten da eigentlich jetzt weitergehen, oder? Wir holen uns davor noch das Erz. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr weise Entscheidung. Fort. Ein Feuerstein. Sehr schön. Noch mehr. Die wird von irgendwo beballert. Ich weiß nicht von wo. Ja, von da oben mal wieder, ne? Destroy. Komm zurück. Geh mal kaputt. Ich weiß nicht, wenn wir den jetzt schießen, bringt das irgendwas? Ja komm, wir können das da kaputt schießen. Bringt das was? Ein Luftzug. Ah, okay. Das ist eine, eine goldene Kiste. Okay. Nice. Nehmen wir. Ein Ritterbogen. 26 Damage. Ist in Ordnung. Um irgendwas für Bögen sonst zu haben. Den hier, der Soldatenbogen. Ist halt ein bisschen schlechter. Also weg mit denen. Komm. Ich weiß nicht. Der Soldatenbogen. Der fackelt jetzt gleich sogar ab. Und wir nehmen den Ritterbogen. Und da hinten haben wir. Da können wir halt nochmal ballern, ne? Aber. Bringt uns das. Nix bringt uns das. Gut. Heißt, wir. Hier ist ein Schrein in der Nähe. Ich weiß nicht wo, aber hier ist einer in der Nähe. So, und hier, das haben wir uns ja eben freigesprengt. Heißt, wir geben uns hier den Aufwind, um nach oben zu kommen. Ein bisschen mehr Aufwind. Okay. Mehr kriegen wir nicht. Da sind wir hier oben. Ich kann schon in die Luft springen, oder? Hilf mir mal jemand. Nee. Wir brauchen eine Kanone. Guck mal, da ist eine Kanone noch. Okay. Gut. Dann gehen wir hier rüber und dann haben wir die Kanone. Dann können wir das freisprengen. Sehr schön. Das müssten wir echt so im richtigen Moment timen. Oh. Was ist denn mit dem? Okay, wir haben ihn auf jeden Fall befreit. Und wenn wir in die Richtung gucken, da ist er dann nichts. Ja, alles cool. Haben wir gemeistert. Easy going. Wir haben nur einmal richtig Schaden Damage bekommen. Und sonst sind wir hier wie ein Weltmeister durchgekommen. Also ich will einmal hier hoch, um zu gucken, ob hier jetzt irgendwo ein Schrein in der Nähe ist. Vielleicht ist hier oben sogar ein
Frog-Samen. Ja, guck mal, das hier sieht aus, als ob dein... Ja, ich wollte schon sagen. Ui, du hast mich entdeckt. Danke. Tschüssi. Pock. Auf seinen Kopf. So. Wie ich hier bewege, bricht das aus, ne? Aber da. Ich sehe gerade nichts. Ja, aber ganz lustig, wenn es dafür hier drin ist, ne? Ah, sieht jetzt auch nicht aus. Okay. Gucken, was der gute Goroni zu sagen hat. Okay, aber der hat einen Reckengewand an, oder? Mein Wächterschwert zerbricht gleich. Beruhig dich. Das ist ja ein Hylianer. Hast du etwa den Fels zerbrochen und mich gerettet? Vielen, vielen Dank. Was machst du denn an einem Ort wie diesem? Ich suche Junbo. Oh, so ist das. Der Chef hat dich gebeten, mich zu suchen. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich bin so froh, dass du hier bist. Junbo, das bin ich. Also eigentlich heiße ich Juno. Aber so nennt mich keiner. Ich wollte hier das Schmerzmittel für den Chef holen. Da kamen Lavabrocken runter und haben den Eingang versperrt. Sag mal. Wie hast du es den Felsen weg? Kanone vom Chef. Die Kanone vom Chef? Das sind doch so schwer zu bedienen, dass außer den Chef das niemand hinkriegt. Ah, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Der Chef braucht dringend seine Medizin. Tut mir leid, aber ich muss los. Komm doch später auch mal beim Chef vorbei. Ich bin sicher, er will dir danken. Also dann, bis später. Gut, auf Wiedersehen. Heute jetzt. Yeah. Er macht den The Rolling Rolling. So, hier oben waren noch zwei Kisten, die snacken uns einfach mal. Wir beklauen die Goron. Eispfeile, ja, Eispfeile sind geil. Und was haben wir hier denn? Feuerfall. Violette Kristalle, ach, violette Kristalle, genau. Oh, ein Steinspalter. Ja, die können wir eigentlich wegwerfen, weil eh fast kaputt ist. Zwei Rubine! Na gut, okay. Lalalala. Von Damage würde ich sagen, den hier, ne? Als Langschwert, wenn. Okay, eigentlich können wir uns einfach direkt zurückporten, weil. Hier haben wir ja sonst nichts mehr. Gut, Leute, ich würde aber sagen, wir sehen uns in dem nächsten Part. Bis dahin und ciao.